Das Faradaysche Gesetz bestimmt den Stoffumsatz an Elektroden, sowohl bei Elektrolyse als auch bei galvanischen Zellen. Wir wollen berechnen, wie viel Ladung notwendig ist, um 1 Gramm Silber abzuscheiden. Wir formulieren zunächst das Faradaysche Gesetz und die Durchtrittsreaktion. Ein Elektron ist an der Durchtrittsreaktion beteiligt. Wenn wir die Zahlen ins Faradaysche Gesetz einsetzen, stellen wir fest, dass wir eine Ladung von 894,5 Coulomb benötigen, um 1 Gramm Silber abzuscheiden. Bei einer Stromstärke von 0,025 Ampere brauchen wir also etwa 9,9 Stunden für die Elektrolyse.